though. Test, test, hallo, hallo. Krasses Commentary vom. Hat Rivka Geldjunge über ihn gesehen? Sieht so aus, ne? Geldjunge ist der Einzige mit einem Ball. Sieht so aus, ja. Ja, ist wahrscheinlich realistisch, Result ja, betrachtet. Ja, schon sein. So, was haben wir hier? Ofis gegen Sertac. Wie würdest du gegen. Ist das Young Link? Ja, ne? Ne, das ist der alte Link. Das ist Link, oh mein Gott. Was ist deine Strategie gegen Link? Ausnutzen, dass Vimarf ist nur langsamer und schlechter. Und versuchen, Bomben zu fangen. Und versuchen, nicht von Abi oder Shield gehittet zu werden. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten. Ja, oder generell Abi oder alles. Gleiche wie gegen alle Low Tiers, Down Tilt, Fair Spacen. Man kann mehr schilden gegen den.
eingebaut. Nein, krass, weiß ich nichts für das Mannschaft. Keine Ahnung, was Flick überhaupt versucht. Das war nichts. Sehr mutiges Normal Getup. Wahrscheinlich kein. Wird er den Ash Guard bekommen? Ah, die suboptimale Nähe. Das war ein tricky Grab. Grapple, Dingsbums, Gewürz. So, ich glaube, wir können jetzt spielen. Ah, na gut. Du hast halt keine schnelle Option, weil ich deswegen weißt du jetzt selber nicht mehr. Wenn ich halt jetzt Fox spiele, dann ist es so ungefähr ähnlich wie mit Sheik. Also, das kannst halt sehr schnell mal Legend der Backer also hochkommen. Ja, ist das gut, ja, aber danke. Ist gerade Smash G-Down oder ist das halt so? Nach Nummer 524. Ich spiele es. Kein Samus, kein Pikachu. Ich würde gerne Samus spielen. Warum? Also, weil Samus. Warum nicht? Weil dann muss ich wieder umfallen. Wir haben aber so viele Mars im Moment. Das muss ich wieder umfallen. Hast du Mars? Das heißt, das heißt, spielst du jetzt Mars? Ja, weil wenn ich nicht Mars spiele, dann beschwere ich mich immer. Was war für ein Ballon von dir? Das ist das Coach, der Konati Berlin 13 hat. Ich hab keinen Druck. Ich hab keinen Schiefer. Ja, ich bin doch. Hast schon den.
Schlange oder Fuß? D-Rage gegen Bandwobble. Sub-Zero ist auch ein Mars, oder? Ja. Das ist ja egal. Ich bin noch rausgegangen wegen Rückenschmerzen. Ja. D-Rage X2, ein altes Mango-Kombo-Video. And then yes, okay, then he's gonna play if he won against you. If he loses this, he's gonna play against Dorimus. Yeah. One more. I think I like that a little bit. So half the term is Mark today. It's no problem for you. Great. I'm not sure against Banana. You played really well against me. Only his first set after retirement. So retirement after retirement, Mark. Right. Yeah. Is he back on Mark today? Yeah. Makes sense. That's funny though. He used to say never again. Yeah, Banana. Like. It's strange, I always hate a thing. Ja, dann. Muss gegen Bob Target spielen. Wenn ihr wollt, könnt ihr gleich am Stream weitermachen. Ist das schon wieder für den Arsch? Ja, die Hälfte der Entrance sind leider am Arsch. Der hat nur gewonnen, weil die ganze Zeit mit scheiß Kontrolle nicht reagiert hat. Fluxmob gegen Hololulu. Thank you.
next one is special for Ich glaube, als nächstes spielt Geldjunge gegen den Gewinner von diesem Set. Versus you. It's possible. Let's go. Yup. It's been a. Okay, I'll commentate until I can play. I'm a Mart player. They're gonna start on Yoshi's story. I don't think this is a good decision by our Mart player, because I feel like Fox, especially Geldjunge's Fox,
is not is better against Marth than Battlefield. And Fountain. Oh, Falco. Wait. Looks like he's playing... Yeah, he plays both. He's playing Fox. Yeah, I don't think this is the best decision. Because Fox can be all over Marth. And I know that buff targets punish game isn't well developed. Let's see. Let's see if it's well developed enough. Okay, he waits out the Nair. Dash dancing. Up throw, back air. I don't know if that's actually a legit edgeguard, the forward tilt, downward angled forward tilt. Is that good? Man, I can't keep up. Hast gewonnen? Easy. Dann weißt du, wieso ich für ihn war? Weil ich gegen den Verlierer spiele. Ich wollte nicht gegen Mars spielen. Ich wollte gegen dich spielen. Das tust du. Nee, ich war... Also, war bitte viel, dass ich... Ich ziehe dich schon an, aber ich wollte nicht gegen ihn spielen. Oh shit, danach komm ich ein. 4-0. Nicht schlecht. 7-1 war es eigentlich. Da habt ihr gespielt. Ey, was bist du denn da? Okay. Schon. Thank you.
glaube, du musst gegen ihn spielen. Ja, sieht aus. Hey Chat, das ist mein Wert. Kennst du die? Genau. Kannst du einmal runterkommen? Flacken? Du musst gehen. Ja, Juggle. Ja. Guck mal den Command an. Da haben wir Ausrufezeichen auf. Ah, shit. Oh, gegen Winner von Fert und Rifter. Fert und Rifter musst du Winner spielen. Jo. Winner Final. Da musst du gegen play again. Oh, I've got, wow, all the way up there. That's weird. Hey, Mama, Otto.
Next time, man, 2-1. Oh man, I got your next opponent? I have a Sean Werner. So dumb. Wait, can I see? I was seated too high today. Actually, maybe not. Thank you.
Tooth Decay. He doesn't care. What age do you care?
Gegen wen hast du gewonnen? Gegen Banane. Also, gegen Banane? Ja, Mann. Das ist ja gerade geil. Geil. Also jetzt denke ich, würde ich gewinnen. Danach geht es wieder irgendwann anders. Wenn der gegen Opus Bühne nicht fahren will. Okay. Was ist das? Das ist geil. Aber ich spiele ja schon. Aber es ist mir wirklich fast. Thank you.
still only 30 FPS, huh? Monster Schlong.
Das verrutscht drin, oder? Nee, das ist Grandfall schon hier. Ich will Geldjunge gegen Essen. Nee, die so rückwärts. Verstehe. Wie kann Geldjunge gegen Essen spielen? Ja, Camp und Rest sind tot. Camp und Rest sind tot. Welche Geschmacksorte macht man? Ich hab Dritter gegen. Ich gehe auf Frage. Jan? Jan, welchen Port spielst du? Was? Welchen Port? Thank you.
Restin! Alter, der ist so gut. Alter, der zerstört dich hier gerade. Jan, was ist mit dir los? Four, stop. Oh, die Combo. Wow. Achso, wurde nicht freigegeben, lol. Wurde nicht zum Sehen freigegeben, der Bracket. Team Battle? Ja, habe ich schon gesehen. Wenn du mich hören kannst. Ja, wurde irgendwie komisch eingestellt. Kann ich mal kurz annehmen. Wie geht's denn, Wolaki? Jetzt könnt ihr die Bracket sehen.
Der Rest. Kein Pommel. Kühlprozent. Okay. Wird gerade in diesem Turnier. Alter. Das wissen wir noch nicht. Oh. Ein Win. Aber auch komisch, dass. Hätte eigentlich sogar gedacht, dass Banane gegen Bock hat. Ja, das ist halt. Man hat gegen jeden anderen gehabt, ja. Also größte Upset war glaube ich Sub-Zero. Aber ja, gegen Fox. Ja.
irgendwie Marus, der gegen den kann man halt nicht so gut kommen. Ich bin halt generell gegen so Floaties. Also kann man schon besser, also Flyho kann halt schon besser für mich gegen Marsh spielen als Fox. Ja, ich habe Top 11 geholt. Das ist halt auch mein Mindset. Ja, jedes Matchup ist eigentlich schwierig. Ist halt ein, ist halt ein Spiel. Du musst noch deine Brille sauber machen. Du musst noch was trinken. Jetzt fehlt noch Crunch. Jigglypuff gegen Ice Bandit. Vor allem auch ohne Wobble. Ja, wahrscheinlich ist es. Ja, man kann ja Hand-Off machen. Man muss halt gut die ein können. Thank you.
ja noch nicht mal. Weil man chillt so hart gegen so F-Smashes. Wenn nur 1-1. Ja. Insane and hungry box. Ja, dass die nicht resetten können. Ich hätte gerne so ein Game sehen. This is their stuff. Okay. Target makes it out.
69%. 69. Let's witness the curse. Oh, that's oh. There it is. Game 5. Saving it for the last stock. Third place. Yellow light on the root. Electrical long. Ah. Game 5. Alright, we got a game 5 here. All stages played. Let's see if Bird can work without that bombs. Oh. I think the first stock's gonna matter a lot. Setting and placing the match. Looking good for Bird right now. Smart run, he gets the pivot, but doesn't get it. Good spot dodge. Always looks so funny. Oh, waited off the 4-day, I think. This is gonna be a tough match. Okay, he gets one stock. Stocky. But still, full stock ahead. No, let's see. One is another rest there. Of course, not popping for it. Oh, yeah, he goes on a fishing tour. Alright, let's see. Those copies. Oh, yeah. High recovery, things. What target on his tournament stock? Yeah, this is gonna be a tough comeback, to say the least. So 69%? Yeah, maybe the curse is gonna help the buff target up. It doesn't look that way. Oh, let's put a jab. So, yeah, you can always grab it in more. Yeah, spacing back airs, you can basically keep doing that and probably win the match. But let's see. Oh, gets the up tilt. Two more stops. Shield's looking small, but doesn't matter. He does could be. Kind of saves him with the pound. Let's see if he can close the game out. That's gonna be it. Benno! Good job. Kann spielen. Nice effort by the target. Du kriegst deinen Capri-Sonne. Dieses Game. Kannst du kurz gucken, wie viele Spieler wir haben? Hey, Ritter. What's up, guys? Third here. Mindestens Ritter. Easy Club. Ja, deswegen. Ja, ich lasse 5 Kammer gewinnen. Ich 14 haben wir gemacht.
glaube ich. Ich weiß nicht, ob Jüder damit. Nee, Jüder habe ich rausgekriegt. Ich check der Film nichts. Ja, los geht's. Let's go. Yo, what's up, Saber? Das ist Nightbot, unser einziger Viewer, sag ich. Hä? Wie viele Viewer haben wir? Hey, Mama, ich bin im Fernsehen. Sam, wir hast denn eigentlich gegen Fluxmob gespielt? Thank you.
gegen Bob Marley. Ich krieg's trotzdem dein Capri-Song. Ja, los. Dritter geworden. Laut! Third Bank. Was spielt denn so? Was für ein Fab spielt denn eigentlich? Ich glaube, ich bin rot geworden. Blau geworden. Not sure. Jesus Christ. Achso, gerade ist er blau. Gerade ist er blau. Voll gut gespielt, gegen noch Tage wirklich nicht. Noch Tage wirklich noch viel besser gespielt, als schon ultra nervös. Ich dachte, ich kann das jetzt nicht verlieren. Aber ich verweise so, ja gut, ich mache ein Bestes und dann wieder ein Treffer für mich. Ja. Scheiße. Ich hab diese Price-Rests. Nein, nein.
Ja, das war ich habe zwei Wrestler da drauf, also fast drei. Das war ja schon fast so schnell wie dieser. Wo ich so drei Standing-Welt gemacht habe, ich bin durchgeguckt, hab Wrestler erst gestorben. Ja. Ich war davon zurück. Nächste Tag war schon dieser Wrestler. Wieder Standing-Welt. Bei Rematch, ne? Ja, genau. Nein, Spiel hat sich gewonnen. Und danach habe ich noch mal direkt gewonnen, wenn ich sag. Mal 3 so gut, oder? Aber leider ist mir dann danach nicht mehr drauf eingefallen. Beide sind so schnell, das ist echt krass. Zwei Legenden, zwei, die sich in diesem Jahr ultra verbessert haben. Ja. Geldjunge gegen Rifka. Knappes Spiel bisher. Geldjunge einmal. Wie heißen die? Ich sehe Puff gegen Martha, den Viva weggescheucht. Puff hat in diesem Turnier 100% Winrate gegen Marth. Nee, oder nee, auch wieder verloren gegen Banane. Hofers hat ja auch Marth gespielt. Puff. Da auf jeden Fall. Oh, nice. Oh, ich scheine Drop Smash. Sick. Also, ich hab anstatt Submons of Salt Match gehabt. Okay. Nice. Oh. Oh, krass. Durch die Up-B. Up-B into Up-Air. Einziger Charakter, wo das eine Combo ist. Obwohl. Falco vielleicht. Fox hat auch Leffen geschafft. Ja, stimmt. Ja, sogar on stage, einfach nach rechts. Into Up-Air. Und hat er einfach Side-B hin und her gemacht, die ganze Zeit. Das Match war so gut. Schon 4 Jahre her. Oh. Egal, das Match, was wir hier sehen, ist auch sehr gut. Oh, da war der. Der hat schön Duden nicht mal so gut. Short-Hub statt dem Full-Hub. Oh, der Gott. Der hat schön Duden nicht mal so gut. Mhm. Kann das Game One für Rifka sein? Sehr krasses Game. Da ist wieder der Turn-On, oder? Rifka macht die öfters, hat auch gegen mich. Oh, der Schein. Oh mein Gott. Jeder Millimeter, jeder Pixel zählt in diesem Match. Oh, wird der. Das wird gefährlich und er ist wieder auf Stage. Und da ist der Absmash. Weak, wenn er Last Stock Situation. Backer. Ja. Man hätte so viel passieren können, aber ist ja anders vergelaufen. Oh ja, der Tech ist sehr gut. Oh, da fehlt der Tech. Griffgeld mit dem Rare. Was Text. Kann er daraus machen? Oh, nichts. Da war er doch nicht schnell genug. Voltage. Oh. Nice. Hat sich Zeit, wenn ihr down smash. Dieser Fox ist gefährlich. Da kommen die Back S und Neutral S aus. Er spot Dodge auf den und nähert den Fox runter und da haut Geld hier mit den Air Dodge raus. Hoffentlich wird das bis Game 10 sein. Dann muss der wenigstens so gespielt werden. Soll ich auch gleich dann Controller machen? Was? Soll ich gleich auch dein Controller? So. Ich glaube, das kommt. Ich glaube, den machst du noch den anderen Controller, der ist dann EQ. EQ. Ich glaube, der bleibt so. Da habe ich mehr Grip für meine Back. Und ich will den nicht aufmachen, wie durch. Dann Axe der geht nicht mehr richtig zusammen. Ja, das habe ich schon öfters mal gemacht. Ja, ich vertraue dich so, dass du es kannst. Ich kann den gar nicht. Der ist halt schon 15 Jahre alt, wo du noch nie geöffnet hast. Kannst du ja sauber machen, ne? Kannst du ja sauber machen.